mit dem Running Ledger Rig auf Plattfische, also auf Schollen, auf Sternrochen, vielleicht auf Doggerschaben und Klischen, hier am 34er. Also einfach schön bommeln lassen, das Rig, und da war er schon. Und immer wieder kommen die Einschläge hier. Gar nicht so schlecht, läuft schon ganz gut an. Ich bin noch gar nicht so ganz lange hier, aber der erste Eindruck ist schon richtig gut. Der Void and Ashes hat er mich gerade angeschrieben und meine alten, guck mal hier, Flying Collar Rig am 34er mit Wattwurm. Und da dachte ich, ja, nanu, Flying Collar Rig mit Wattwurm. Klar, natürlich hier mit dem Running Ledger Rig. Schön, zweimal Wattwurm. Dann hier mit der roten Leuchtperle hat er geschrieben. Und dann hier locker schleifen lassen. Auf dem Grund am 34er. Linke Kante. Hier bin ich in dem Bereich jetzt gerade. Und ja, ich habe hier so angefangen in der Area. Und jetzt treibt man so langsam da so hin. Also hier einfach ein bisschen testen. Ich teste auch gleich hier unten nochmal ein bisschen mehr. Aber es fängt jetzt schon mal ganz gut an. Und zwar hier oben der Bereich. Hier unten hatte ich gerade noch am 120er getestet. Also schön die Plattfische. Man sieht hier auch gerade diesen Unterschied, diesen zeitlichen. Geht auch sofort los. Scholle, Doggerschabe, Klische. Also fängt schon richtig gut an. Und das, wie gesagt, ganz simpel. Ich habe es natürlich mal wieder ein bisschen übertrieben mit 8-0er Haken. Weil ich dachte, wenn da mal was reingeht, dann soll es auch krachen. Also wenn ich schon den teuren Wurm verwende, dann will ich auch nicht diese winzigen kleinen, die Seeskorpione oder sowas, sondern dann sollen da auch wirklich hier die Brocken reingehen. Und dementsprechend das Ganze eben mit einem großen 8-0er Haken ausgestattet. Ich glaube, ein 6-0er würde vielleicht auch noch gehen. Bestimmt geht da auch die Frequenz noch ein bisschen höher. Kann ich mir gut vorstellen, dass es dann ein bisschen besser läuft auch noch. Aber ich teste jetzt erstmal mit dem 8-0er. Noch bin ich super zufrieden, noch läuft das Ganze. Und ich bin einfach gespannt, was alles da reingeht. Was beißt alles auf diese Kombination? Hier relativ flach ja mit der Sandbank. Kleiner Seehase sogar, gerne mehr davon. Also einfach raus damit. Ja, es ist natürlich ein teurer Köder. Ne? Also die Wattwürmer, die sind schon teuer. Und das einfach so zu verwenden, um mal eben so ein bisschen zu angeln, da kommt man nicht wirklich auf einen grünen Zweig mehr. Also es wird schon ziemlich knapp, damit in den positiven Bereich beim Silber zu kommen. Wenn man sich die ganzen Wattwürmer erstmal kauft, dann... Ja, da muss man auch gut fangen. Also da müssen die Fische hier auch alle schön maßig sein. Da müssen die ordentlich Cash bringen. Und dann sollten es, wie gesagt, nicht sowas wie Seeskorpione sein, irgendwelche unmaßigen, irgendwas Kleines, was die einfach nur die teuren Wattwürmer wegfrisst. Ja, der Voided Ashes hatte noch geschrieben, Sternrochen. Sternrochen ist natürlich auch richtig sexy, suche ich auch schon länger. Der geht natürlich immer mal wieder auch vom Land aus rein, funktioniert auch richtig gut. Aber so hier vom Boot aus und während des Treibens oder ja, man treibt eigentlich eher, ist ja nicht wirklich schleppen. Das wäre natürlich schon richtig nice. Also das wäre natürlich auch nochmal richtig gut, wenn der irgendwie reingeht. Vielleicht ist er auch tatsächlich hier unten weiter in der Area. Wenn du mal einen Spot hast, den ich testen soll, auch einfach gerne mal im Discord posten. Ja, wenn du einen Beitrag hast, den ich auch mal testen soll, dann doch einfach hier im Discord posten. Direkt über mir hier haben wir das allgemeine oder alle Gewässer in der Übersicht, jetzt in Forumsform sozusagen, und dort sehen wir sämtliche Gewässer. Also alles, was es einfach gibt. Jedes Gewässer hat quasi einen eigenen Kanal. Macht das Ganze ein bisschen kompakter, macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher, weil man eben sofort die ganzen Gewässer hat. Und diese elendlich lange Liste, die ist jetzt quasi ja hier aus der Seite raus. Und überall da, wo was Neues entsteht sozusagen, das hat man dann da eben auch sehen. Also man sieht das dann quasi in diesem Bereich hier unten drunter und kann das dann eben auch nachvollziehen. Das heißt, wir gucken hier einfach mal kurz rein. Wir haben jetzt hier, ändert sich das. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Übersicht der gesamten Gewässer. Die gehen dann nach links und auf der rechten Seite haben wir dann eben die verschiedenen Spots. Einmal hier oben noch die Vorlage, die gab es ja auch vorher schon. Die hatten wir ja ein bisschen reduziert, ein bisschen kompakter gemacht, nur noch auf die essentiellen Sachen reduziert.
Das heißt, wir haben dann hier zum Beispiel bei dem Beitrag, zack, 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 einfach nur hier 3, 4, 5 Positionen, die halt da reingehören und dann eben die Bilder dazu und ab geht es. Bilder übrigens auch ganz einfach zu erstellen, wenn man im Discord ist. Wenn du quasi gerade am Spot bist und du angelst gerade genau, sagen wir mal, in diese Richtung, dann macht man hier einen Screenshot mit der Windows-Taste, mit der Shift-Taste und dann die S-Taste. Und dann kommt dieses wunderbare Tool und damit ziehen wir einfach mit gedrückter linker Maustaste einmal hier rüber. Oder wir sagen, wir wollen nur diesen Bereich markieren oder vielleicht nur gerade den Bereich, weil das hier gerade unser Setup ist oder. Jetzt haben wir hier einmal das Komplette, sehen das hier einmal und dann landet das auch schon hier drin. Und wenn wir jetzt hier in diesem Bereich quasi einen neuen Beitrag machen wollen, dann machen wir hier einfach schon mal mit Steuerung V einfach das Bild rein. Also einmal hier unten reinklicken, Steuerung V, dann ist das schon mal drin. Dann nehmen wir das nächste Bild, vielleicht jetzt hier natürlich dann vom Setup, das wollen wir natürlich auch haben. Dann auch hier wieder mit Steuerung Windows und S einmal rüberziehen, zack, Setup-Bild auch noch mit rein. Dann natürlich auch noch ein Kescher-Bild, weil wie soll man denn sonst ein aussagekräftiges Bild darstellen von einem Spot, ob der läuft oder nicht. Also auch der rein. Und dann geht es weiter hier. Am besten natürlich noch mit der Position. Also wo befindet man sich gerade? Jetzt in dem Fall hier am Land. Also da macht man einfach mal noch so ein Bildchen davon, postet das auch noch mit rein. Und sofort hat man eben hier in dem Bereich alles, was man braucht. Dann nimmt man vielleicht sogar entweder von hier oben, einfach hier kopieren, Steuerung C, Steuerung V und dann trägt man das ein. 47, 11 die Koordinaten und 1-0 Geschwindigkeit hatten wir gar nicht, weil brauchen wir nicht. So, und dann haben wir die wichtigen Koordinaten und die wichtigen Infos, alles was man braucht, um das nachzuvollziehen. Wenn ihr übrigens mal in so einer Spalte nach unten gehen wollt, mit Shift und Enter geht man einfach nach unten und sagt dann einfach Petri, ihr Lümmels. Und dann gehst du noch mal ein bisschen tiefer und sagst, war vielleicht noch ganz wichtig, ich habe die ganze Zeit gepilgt wie ein Verrückter, starkes Pilgen und damit hat es dann wirklich gut geklappt. Und dann hat man eben noch mal ein paar Zusatzinfos. Wie gesagt, das geht einfach mit Enter und Shift. Dann geht man in den Zeilen rauf und runter, ohne dass man sofort wieder das nächste postet. So, das löschen wir jetzt hier natürlich noch mal so ein bisschen hoch. Zack, zack, zack. Und dann können wir das hier mit Enter am Ende abschicken. Und dann ist auch hier der gesamte Beitrag im Forum drin. Also ganz easy, ganz einfach gemacht. Und wenn du sagst, oh nee, da habe ich was verkehrt gemacht, dann kann man hier auch einfach oben hin und nochmal das Ganze löschen. Denn ich bin natürlich jetzt hier gerade im komplett verkehrten Kanal. Das Ganze gehört natürlich ins Nordmeer rein und nicht an die Tunguska. Also schnell nochmal kurz löschen. Jawohl. Und wieder neu reingemacht. Ja, wichtig ist natürlich, dass man hier die ganze Zeit diese Bewegung in Grundnähe hat. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen variieren. Wenn es mal ein bisschen flacher wird, wieder ein bisschen einkurbeln oder ein bisschen Schnur wieder geben. Zack, damit man eben die ganze Zeit schön Bewegung in Grundnähe hat. Denn wir wollen ja mit diesem schweren Blei auf dem Grund liegen. Und die Würmer treiben dann mit der Drift sozusagen mit uns mit. Das ist quasi der Effekt, den wir haben wollen. Wenn wir richtig damit schleppen wollen, dann sollten wir andere Vorfächer verwenden. Jawohl, schöne Klische. Mehr davon. Ich brauche die übrigens auch als Trophy. Die kann gerne mal reinballern als Trophy hier. Genau, wenn wir damit tatsächlich im Trollinggang unterwegs sind, dann die längeren Vorfächer verwenden. Die Mundschnur hier auf über einem Meter vielleicht am besten, je nachdem, wenn man so ein bisschen gegen die Drift trollt oder schleppt, dann vielleicht nur einen Meter oder eben noch länger, wenn man halt hohe Geschwindigkeiten hat. Wenn man langsam unterwegs ist oder jetzt hier einfach nur steht, dann sollten eben auch die kleinen mit 50 cm reichen. So, auf Spannung, genau, wir haben wieder die Bewegung in Grundnähe und dann geht das jetzt so weiter. Ja, so und so ähnlich kann es gehen. Jetzt heißt es einfach Geduld haben, zusehen und gucken, dass man schön ein bisschen variiert. Vielleicht auch je nach Wetter mal
die Lockmittel ändern oder mal nicht nur mit Rot, sondern verschiedene Farben, Orange und so weiter und Grün. Also die verschiedenen Perlen auch noch ein bisschen testen und gucken, was dann da bei gleichem Köder, aber nur mit einer anderen Perle, was dann dabei rumkommt, wenn man so ungefähr zumindest die gleiche Area hat. Also das wäre ist natürlich auch wichtig, dass man auch ungefähr in dem gleichen Bereich dann bleibt, damit man auch, naja, ich sag mal, so ein einigermaßen aussagekräftiges Ergebnis bekommt. Zack, und der nächste. Ja, tatsächlich, nicht zu tief hängen lassen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Man hat zwar auch die Bewegung in Grundnähe, wenn man ja richtig lang hängen lässt, aber besser ist es, wenn man so gerade eben über dem Grund ist. Zack, die nächste Klische. Das heißt, man wirft aus und man kommt runter. Jetzt gerade war es so ungefähr auf 29 Meter sogar nur. Also machen wir mal hier Stopp und zack, Bewegung in Grundnähe. Wenn wir jetzt hier wieder ein bisschen höher drehen, 28, 27, würde sogar auch noch gehen, jawohl. Also bleiben wir so in diesem Bereich, ganz knapp über dem Grund. Man kann das ja immer testen, wenn man so leicht hochzieht, wenn man dann halt sofort wieder raus ist aus diesem Bewegung in Grundnähe. Ich glaube, dann ist das eine ganz gute Tiefe. Ja, jetzt auf 26 ist schon zu viel. Also wieder aufmachen. 27, 28, jawohl. Und dann auf dieser Höhe einfach ein bisschen bummeln lassen. Und dann kommen dann eben, zack, eben auch die Einschläge. Genau so soll das sein. Also knapp in diesem Bereich, dass da genau steht, Bewegung in Grundnähe. Nicht zu tief, nicht zu lang, bummeln lassen. Es hört sich komplett falsch an. Aber so macht es am meisten Sinn. Und dann läuft das auch hier mit den Plattfischen und schon wieder. Und ein Stein wohl auch noch dran. Der kann natürlich auch gerne größer reingehen. Ja, so und so ähnlich kann es gerne weitergehen. Ich werde es auf jeden Fall noch mal ein bisschen testen. Aber ich werde auch gleich erstmal noch neue Würmer nachkaufen müssen. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live auf YouTube und auf Twitch ab 19 Uhr. Petri.